Gleich also die Spiele-Highlights 2018 und jetzt kommen wir mal zum größten sportlichen Ereignis des Jahres. Darüber geht einfach gar nichts. Ganz klar, wir reden über den Super Bowl. Das ist ein Mega-Event. Alleine in den USA sitzen rund 100 Millionen Menschen vor den Fernsehern und gucken sich dieses große sportliche Highlight an. Aber man kann das Ganze natürlich nicht nur am Fernsehen genießen, sondern auch selber zocken. Larry, this 2017 season has given us enough thrills to last a lifetime, and now only one game remains, and it's the one we've all been waiting for, as EA Sports is proud to welcome you to coverage of Super Bowl 52 from two-year-old U.S. Bank Stadium in Minneapolis. Dieses Spiel begeistert die Massen. American Football. Here we go. Das alljährliche Highlight, der Super Bowl. Das Finale der amerikanischen Football League wird in die ganze Welt übertragen. Kein Sportereignis ist größer. Die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Der 52. Super Bowl ist gleich in mehrerlei Hinsicht ein besonderes Event. Zum einen natürlich, weil es sich um die Neuauflage des Endspiels von 2005 handelt, in dem die Patriots siegten. Zum anderen aber auch, weil der 40-jährige Tom Brady so ziemlich jeden Rekord für Playoffs und Endspiele der National Football League hält. Die Großen der Football-Szene verdienen Millionen, sind Werbeikonen und weltweite Superstars. Die Massen jubeln ihnen zu. Auch hierzulande wird die Sportart Football immer beliebter. Der Super Bowl gewinnt immer mehr Zuschauer hierzulande und auch Madden NFL verkauft sich jedes Jahr ein wenig besser, ist zudem die größte und bekannteste Football-Simulation überhaupt. 2017 vergab der BIO, der Bundesverband Interaktiver Unterhaltungssoftware, den Sales Award in Gold für 100.000 verkaufte Kopien. Damit man diesen Sport aber auch richtig genießen kann, sollte man sich ein wenig mit den Regeln auskennen und das sind die wichtigsten. Beim American Football treten zwei Teams à 11 Spieler gegeneinander an. Dabei übernimmt immer ein Team die Rolle des Angriffs, die andere Mannschaft verteidigt. Diese Rollen wechseln im Laufe des Spiels, wobei nur das angreifende Team die Möglichkeit hat, Punkte zu erzielen. Dabei muss der Ball entweder für 3 Punkte durch die gegnerischen Torstangen geschossen werden oder aber in die Endzone getragen werden. Das ist dann der bekannte Touchdown. Dieser ist ganze 6 Punkte wert und irgendwie auch immer das Sahnehäubchen eines jeden Spiels. Da der Weg zur gegnerischen Endzone bis zu 100 Yards, also etwa 92 Meter beträgt, darf die angreifende Mannschaft sich in kleinen Schritten ihrem Ziel nähern, in Form von 4 Versuchen, um 10 Yards zu überbrücken. Gelingt der Mannschaft das, entweder in Form von Lauf- oder Passspielzügen, erhält sie weitere 4 Versuche. Den aktuellen Stand der Versuche zeigt übrigens immer die TV-Einblendung an. 3rd and 7 heißt etwa dritter Versuch, noch 7 Yards zu gehen. So viel zum Grundverständnis. American Football ist natürlich etwas komplexer als Fußball. Das macht für die Fans aber auch den Reiz aus. Wer Nachhilfe braucht, dem sei eine der ältesten Football-Simulationen empfohlen, nämlich die Madden-Serie, die 2018 ins 30. Jahr geht. Und das mit der Simulation nimmt man seit jeher ernst, denn der Namensgeber der Serie, John Madden, ehemaliger Coach unter den Raiders und später auch TV-Experte, wollte im Jahr 1984 nur unter der Bedingung Pate für ein Football-Computerspiel stehen, dass es möglichst realistisch sein würde. Und so dauerte es eben bis 1988, bis der Mann vollständig zufrieden war, als das erste John Madden Football das Licht der Welt erblickte. Hi everyone, welcome to John Madden Football. Ob sich damals wohl jemand hätte träumen lassen, dass die komplette Serie über 120 Millionen Mal verkauft würde? Das Cover der Spiele zierten immer die Besten der Besten und dieses Jahr ist es Patriots Quarterback Tom Brady. Wie die anderen Football-Stars wird er durch das sogenannte Motion-Capture-Verfahren ins Spiel integriert. Dabei werden die Spieler komplett digitalisiert, ihr Abbild im Spiel kaum vom Original zu unterscheiden. Und wo wir gerade von Tom Brady sprechen, was sagt euch der Name Devin Wade? Noch nix?
Das könntet ihr ändern, denn Devin Wade ist der kommende Star der NFL, zumindest wenn ihr in Maddens Longshot-Mode alles richtig macht. Denn anders als in den vergangenen Teilen der Serie dreht sich vieles im neu geschaffenen, umfangreichen Story-Modus in Madden NFL 2018 um die Entwicklung eines kommenden Superstars. Der neu eingeführte Modus ist so etwas wie The Journey bei der FIFA-Reihe, wo wir die Karriere eines Fußballers starten. In Elementen, die man sonst hauptsächlich aus Rollenspielen oder Adventures kennt, begleitet ihr dort einen kleinen Jungen aus Texas durch seine Highschool- und College-Sportkarriere bis zum legendären Draft Day der NFL. From this moment on, you're being evaluated. You know, folks refer to you guys as long shots. Well, I like long shots. Apropos NFL. Im Gegensatz zu John Madden Football von 1988 hat Madden NFL 2018 natürlich die kompletten Lizenzen der amerikanischen Football-Liga. Wir dürfen aber nicht nur die bekannten Teams der Liga stellen, sondern bekommen auch die Möglichkeit, unser Team selbst zusammenzustellen. Im Ultimate-Team-Modus können wir, wie schon bei FIFA, selbst Profis unter Vertrag nehmen. Dabei stehen viele Spitzenspieler und auch Football-Legenden zur Verfügung. Diese müssen wir dann durch das Erspielen von Packs freischalten. Ganz neu ist auch die Engine, also das technische Herzstück, auf die sich das neue Madden stützt. Mit der hauseigenen Frostbite-Engine von DICE sieht das Tacklen und Treten bedeutend realistischer und flüssiger aus als noch im letzten Jahr. Und schon da war das Spiel extrem realistisch. Und wer richtig Action auf dem Spielfeld erleben will, der darf ab sofort in den Arcade-Modus wechseln. Dann nämlich schraubt das Spiel den Simulationsanspruch ein bisschen zurück, damit wir mehr spektakuläre Szenen zu sehen bekommen, in denen auch ordentlich Punkte fallen. Einsteiger der Sportart sei gesagt, nicht von der Komplexität abschrecken lassen. Der Einstieg ist gar nicht so schwer. Und dann werden Neulinge nämlich auch feststellen, American Football macht auch an der Konsole richtig Spaß. Es bietet tollen Sport und viel, viel Tiefgang und es fühlt sich unglaublich realistisch an. Es steht euch also nichts im Wege, den Ausgang des 52. Super Bowls selbst in die Hand zu nehmen und den 6. Titel zu gewinnen. Oder vielleicht doch den Außenseiter aus Philadelphia zu Ruhm und Ehre führen?